Sodale, moin moin und herzlich willkommen wieder zu einer neuen schlierigen, spannenden Folge 7 Days to Die mit dem Warzuckmann hier. Freut mich, dass du dich eingeschaltet hast. Ja, was soll ich sagen? Weiter geht's im Programm. Wir durchwuseln heute hier die Wüste wieder noch ein bisschen. Ich glaube, da liegen auch welche drauf, ne? Kann das sein? Kann nicht nur sein, da liegen welche drauf, siehst du? Ach, ich liebe es. Es lebe die J-Tech. Damit können wir auch Ronald McDonalds jagen. Haha, sehr gut. Und 3400 Schuss, ey, das ist so gut. So gut, wir ballern hier nur noch durch die Gegend. Wir müssen unbedingt Repair-Kits dafür bauen. Die werden nämlich nicht lang halten. So wie ich mich kenne. So. So viel wie der Ede ballert. Das ist, oh, das ist halt die wahre Pracht. Macht echt Spaß. Also, heute wieder einfach ein bisschen looten. Vielleicht noch die letzten Skills aufwerten hier. Dass wir so weit sind, dass wir da... Ach, das fällt komplett auseinander, ohne Respawn, also oder was? Interessant. Interessant. So. So, dass wir halt bald nichts mehr brauchen hier, ne? Zum Skillen. Wir sind ja fast durch mit allem. Aber wirklich mit allem. Und dann gucken wir mal, wie es hier so aussieht. Hallo! War eine wilde Party hier, ne? Machen sie wieder. Oh, Essen, nice. Und dann noch so ein Zombie-Meaty hier. Er ist Zombie-Meaty. Wenn ich fragen darf. Warte, ich komm hoch, dann brauchst du nicht runterkommen. Ach, der General wieder. Sie aber echt einfach so wegnatzen, ne? Du kannst sie einfach so wegnatzen, das ist so gut. Wer ist hier? Niemand. Tasche. Pillen. Gut. So, sehr schön. Ja, wir müssen dann mal gucken, was wir noch so treiben. Tag 77 kommt ja jetzt noch die Horde, ne? Da müssen wir dann noch alles fertig machen hinten. Und dann müssen wir schauen, was wir noch die letzten Tage machen. Bis dann Ende ist. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, weil ich ehrlich gesagt keine Lust mehr habe, jetzt noch die ganzen Quests zu machen, bis wir das da haben, ja. Können wir dann in der nächsten, wenn es in der nächsten Mod, die wir spielen, auch wieder so Quests gibt, können wir da dann sauber damit anfangen. Aber hier werde ich das nicht mehr machen. Wir werden uns dann einfach, vorausgesetzt, die gibt es, ja, diese Mod-Dinger aus dem Kreativ nehmen und dann gucken wir uns mal das Schiff an. Ja. So würde ich das machen wollen. Ich hoffe, du hast kein Problem damit. Wenn doch, dann ist es halt so. Kann ich nicht ändern. Wuppdiwupp. Aber einfach mal das Schiff angucken zum Schluss, wenn wir sagen, so, jetzt ist sowieso Ende, ne? Weil, das muss man auch ganz ehrlich sagen, so langsam geht es wieder in die Richtung an Tag 77 hier. Tag 73. Ist ja nicht mehr viel. Tatsache da. Ich kann einfach so hochhüpfen hier. Wie geil. Kommt wieder eine Wanderhorde. Nein. Nein, nein, nein. Sehr schön. So, aber guck mal, wer da im Garten liegt. Dino! Zack, zack. Sehr gut. So. Flup, flup. Juhu. Gehen wir mal hier rein. So. Aufmachen, das Ding. Wann liegen denn so riesen Schweine im Haus hier? Was ist denn da los? Stimmt da wieder irgendwas nicht? Oh, es ist so geil, ey. Es ist so geil. Oh. Einfach nur mega. Liegt da so eine riesen Sau im Esszimmer hier? Oh Mann, wie soll die denn hier rauskommen? Gory Grace, ja genau. So, was hier? Nee, danke. Das war dann der Metzger. Der sollte aus Grace Schnitzel machen, ne? So wie es aussieht. Keller. Hallo. Sehr gut. Ich hasse es, wenn das so flackert. Mag ich überhaupt nicht. Dankeschön. Jemand hier?
Los. So krank. Das ist so krank, ey. Macht das einen Schaden, ey. Das ist zu schade. Muss auch immer mal sein. So, wo geht's hier hinten hin? Ah, hier. Okay. Du wirst bestimmt durchbrechen, ne? Aha, das ist die Garage. Alles klar. Alles klar, alles klar. So, der erste Kommentar heute kommt von Witte. Der schreibt, der Heli sieht echt gut aus. Top! Gruß! Dankeschön! Vielen lieben Dank. Ja, müsst ihr euch beim Sascha bedanken, ne? Der hat den gemacht. Echt geiler Scheiß, muss ich mal sagen. So, raus damit, raus damit, raus damit. Beziehungsweise klein machen. Das kennen wir schon alles. Das auch, das auch. Den kannst du klein machen. So. Bräuchten ein paar, heißt es, ein paar Scharfschützengewehre. So, dass wir Teile bauen können. Für... Da waren wir schon überall, ne? Dass wir Teile bauen können für Repair-Kits. So rum. Repair, das kennen wir auch hier. So, ich habe ja schon eine Mod, die ich nach der hier spielen möchte. Ne? Die 28 Alphas Later. So, da hinten. So, aber ich weiß nicht, wie lange wir die spielen. Bis dann mal Alpha 22 kommt. Weil ich habe heute schon im Apocalypse Now Forum gelesen, ja. Also, auch die Apo Now wird nicht mehr für Alpha 21 erscheinen, sondern frühestens erst wieder in 22. Weil der so viel zu tun und umzuändern hat, der gute Killer Bunny. Wir könnten uns ja dann eventuell nochmal die Undead Legacy für Alpha 20 angucken. So, und dann mal gucken, was wir so machen. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Na kommen Sie da. Weg mit dir, weg mit dir. Alter. Wenn du diesen Knall hörst, ne? Das ist so krank. Also, Undead Legacy oder vielleicht nochmal die, ich hasse Harry Potter. Oder nochmal die Rebirth Mod, die war ja auch sehr geil. Die haben wir ja nie fertig gemacht, weil ja die Alpha 22, 21 kam, ne? Könnten wir auch nochmal gucken. Dankeschön. Mal gerade 100 Schuss drin. Sehr gut. Nehme ich gerne. Thunderbuss ist egal. Wird sowieso alles zerlegt hier. Und warum schleppen wir eigentlich die ganze Steel Polish und Stahl mit? Kann mir das mal verraten? Geht. Igitt. So, toll. Ich wollte gerade sagen, weiter geht's. Nö, da geht's raus. Was hier drin? Ein Safe. Da ist Safe und Safe drin. Uah. Nee, ist klar. Zwei Stahlknüppel. Oh Mann. Nix, nix. Hier kannst du rausgucken, okay. Warum sind die jetzt wieder abgeschlossen, ey? Weil da eventuell was drin sein könnte, ne? Oh, ein Airdrop. Nice. Den können wir gebrauchen. Da hinten noch. Nein. Sehr gut. Blitzblöcke. Holzblöcke. Ich muss sagen, das hier gefällt mir auch ganz gut als Basis. Das könnte man hier natürlich anders machen. Die Treppe ist fatal, weil da alle Zombies hochkommen. Aber ansonsten ist das nicht verkehrt. Könnte man was draus machen. Eine Machete, auch ganz gut. Wieder 100 Schuss für unseren Turm. Das passt. So, 17 Glas, weg damit. Da haben wir wieder irgendwas fertig. Sehr gut. Fertig.
Tisch. Ach, ist das schön. Ist das schön. Sehr gut. Zweiter Kommentar heute von Mamika, die schreibt: Hi Ede, ja, hab ich gesehen, Timberborn, dass du es antestest. Wünsche euch einen schönen Montag. Dankeschön. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Montag, wenn du das hier siehst, liebe Mamika. Und jo, gestern zweite Folge gekommen, morgen dann die dritte. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bin hier spannend. Forever Video, hier können wir noch was machen. Den Hubschrauber haben wir ja stehen lassen, ne? Da müssten wir heute eigentlich mal den Landeplatz bauen. Ist hier schon wieder was drin oder ist hier Ruhe? Ich glaube eher, hier ist noch Ruhe, ne? Oder? Hier haben wir in zwei Teile geschossen. Ich glaube, wenn hier was drin wäre, dann wären die jetzt gekommen. Da, 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 da war's. Yo. So, lernen, lernen. Sehr gut, sehr gut. So muss das sein, ne? So. Hier noch was. Da sind auch noch zwei Bücher. Kennen wir auch. Also weg damit. Jo, waren wir schon drin. Vielleicht hinten die Polizeistation nochmal was drin. Wieder respawn. Auch wenn ich es nicht glaube. Aber schauen wir mal. Legt an. Weg mit dem Rocker. The Dead Rooster. Hier waren wir noch nicht drin. Der ist auch lustig. Auch eine coole Basis für den Anfang. Kann ich auch nur empfehlen. Echt nice. Nee, nee, nee. Wie schnell er nachlädt, ne? Der Hammer. Zwei Hühnchen. Was los? Arm ab. Mia das Huhn. Aha. So, so. Wer ist denn bitte Mia? Mhm. Oh ja, hier, hier waren ja so viele Fässer, ne? Ja, Betonung liegt auf wahr. Na toll. Hallo, hier waren wir alles voller Fässer. Konntest du wunderbar Messing rausholen. Elke, dein Ernst. Was ist hier? Hier oben, das kann man nämlich schön zumachen. Da kann man gut was reinmachen. Oder oben aufs Dach. Da komm doch. Weg mit der Birne. Also hier ist nix. Ist dahinter was? Nein. Hier unten waren noch welche, ne? Guck da. Da ist einer. Wo ist das Huhn hin? Ist das hoch? Ich glaube, die muss man alle für eine Quest fangen, ne? Aber ist es egal. Oh Mann. Weg damit. Oh, das eine hat man gar nicht gelootet. Ging noch da drin? Nein. Sporttasche. Sehr gut. So. Boing, boing. Dankeschön. 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 Zack. So. Danke, 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 danke. Klein machen, klein machen, klein machen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, nicht viel drin, ne? Reifen. Jetzt können wir wieder darüber gehen. Hat man die hier eigentlich aufgemacht? Ich glaube nicht, ne? Doch, ist geöffnet. Perfekt. Schon wieder eine 6er-Drohne. Dann müssten die hier eigentlich auch wieder da sein. Ruckel, ruckel, ruckel. In den Poppes.
lustig, wie die einfach nichts machen. Als hätte er die ganze Zeit so da gelegen, ne? Der faule Sack. So, was haben wir denn wieder für Bücher hier? Lernen. Oh, sieht doch gut aus. Glatt 3400 Schuss haben wir noch. Jemand da? Nein. Das ist voll eng hier, ey. Voll eng. Skeletto! Leer. So, jetzt hier wieder Wachtmeister Ede. Nein, ein anderer Wachtmeister. Der Boden ersetzt! Alles leer. Da-da-dam. Joachim schreibt, hallo Ede und Edenauten. Tja, der Titan wusste, was ihm geschieht. Darum versteckte er sich gleich. Wahrscheinlich. Das wird's gewesen sein. Das wird's gewesen sein. So, jetzt noch der Pass and Gas. Haben wir hier nicht drauf gestanden letztes Mal? Wo die ganzen Hunde kamen und so? Nee, das war da hinten, ne? Ich glaube auf dem Kabinett oder so war das, ne? Ja? Kommst du nicht? Ach, das ist so geil, vor allem aus der Hüfte, weißt du? Aus der Hüfte. Weg. So krank. Und dann dieser Sound. Das liebe ich, ey. Das ist richtig gut. Richtig, richtig gut ist das. Leute, vielen lieben Dank nochmal, dass ihr mich wieder auf die Idee gebracht habt. Diese Waffe zu bauen ist der Hammer. Ja. Brauchst du ihm gar nichts mehr kümmern, ey, was die einen Schaden macht und dann noch so geskillt, ne? Rosi! Und Gerd! Haben keine Köpfe mehr. Gerd das Pferd, ne? Oder wie war das? Ach, schön! Bing! Ich brauche noch irgendwie so Sounds. Das wäre geil. Wenn wir dann auf einem, was heißt auf einmal? Wenn wir zum Beispiel mit dem, es gibt ja Mods, ja, die haben Bratpfannen, ne? Wenn du dann mit der Bratpfanne auf ein Zombie haust, dass dann so die Stimme von Bud Spencer kommt, so, Gusseisen verbiegt sich nicht oder so, das wäre geil. Keine Ahnung, ob sowas geht. Müssen wir mal schauen. Aber ich würde es feiern. Brown and Peets, nein. O'Malley, nö. Ah, nee, hier. Auf dem Funeral-Ding. Hier haben wir drauf gesessen, ne? Auf dem Dach. Richtig. Guck mal, da ist der Pleitegeier. Jetzt ist er ganz pleite. Das ist so lächerlich, ey. Das haut so rein. Ah, da kommt noch einer. Warte. Haben Sie Magenschmerzen? Ich glaube nicht, der ist einfach durchgegangen. Die Butzbar, da waren wir auch schon mal drauf. Jiha. Sehr gut. Aber ansonsten ist hier nicht viel, ne? Hier ist nochmal das, das Lara. Da können wir nochmal reingucken. Ganz schnell. Wir haben ja eh nicht mehr so viel Platz. Durch den Zuhn-Schrank. Sonst noch mehr? Da kommt noch mehr gerannt. Moment. Hallo Hundi. Alter, der macht einen Salto rückwärts. Hast du das gesehen? Uiuiui. Gute Kisten hier. Davon haben wir selber genug. Wobei, ich glaube, Sand haben wir nicht mehr so viel, ne? Sand dürften wir bald gar keinen mehr haben. Aber wir sind halt auch schon ziemlich voll hier. Dankeschön. So. Hier? Nein, da. Geht's da runter? Nö, hier ist nur eine Tür.
Sonst noch mehr? Bücher. Liegen bleiben. Sonst gibt's noch einen Pferdekuss. Oder wie war das, ne? Aha. Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Von hier drauf oder was? Oder liegt hier noch? Da liegt noch ein bisschen. Das kann man aber so nehmen, glaube ich. Jo. Da hinten ist Essen. Wer versteckt denn hier Essen, ey? Wer versteckt hier Essen? Wenn man fragen darf. Glocke. Hier lang, hier lang. Das ist auch noch eine Kiste. Dankeschön. Auf die andere Seite. Ist hier was? Nein. Sehen wir vielleicht irgendwo einen Zombie hier? Haben wir gerade wegschießen können? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das heißt, wir können schon mal wieder hier markieren. Hier so. Da auf den Weg möchte ich. Dann fahren wir langsam mal nach Hause. Und sehen zu, dass wir da noch ein bisschen ausbauen. Weil wir sind auch schon wieder auf dem Weg zum Dunkelwerden, ne? So sieht's aus, Freunde der Nacht. Und ich rieche eine Wanderhorde. Die müsste auch bald wiederkommen. Ohne Witz. So, Stefan Kolbe schreibt, guter Anfang. Guter Anfang? Meinst du jetzt von der Folge? Ich tippe mal auf ja, weil wir haben ja schon lang hier, ne? Sind ja schon lang dran. Sind ja schon, wie viele Folgen? 60? Etwas über 60? Sind jetzt an den 60? Keine Ahnung, müssen gucken. Hallo, Mr. Titan. Oh, er lebt noch. Der hat einen Schuss überlebt. Aber keine zwei. Ah! So, nach langer Zeit mal wieder ein Titan. Aber man sieht, wenn man im Endgame ist und diese Wumme hat, hat man auch keine Angst mehr vor Titanen. Zwei Schuss weg. Die ist wirklich over the top, das Ding. Ist der Hammer. Ring, 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 ring. Ich glaube, wir bauen uns gleich noch das Motorrad von der Warzog hier. Ich habe jetzt die Faxendicke von der Wackeldackel-Spielerei hier. Das machen wir jetzt, wenn wir zu Hause sind. Wir haben mehr als genug Ressourcen. Wir können so schnell Ressourcen machen. Das ist kein Problem. Hauptsache, es wackelt nicht mehr so. Das ist ja... Oh, Schwein gehabt. Aber drin gelegen. Geh mal weg. Ah, nein, nicht ins Wasser. Toll. Und dann natürlich noch gedreht und langsam. Ne? Klar. Dass du hier rumkrabbelst. Wir kennen es. Jetzt kommt da echt der Hund noch an, ey. Halt die Klappe. Geh weg. Das schöne Benzin. Das hier. Ne? Echt grauenvoll. Echt grauenvoll. Hep, hep. So. Wir sind jetzt da. Bremsen. Auf geht's. Oho. Didido. Zack, zack, zack. Yep. So. Aber da wir Parcours 4 haben, brechen wir uns nichts mehr. Das ist kein Vergleich, ne? Das ist kein Vergleich. Wenn ich gucke, wie du vorher hier rumgeeiert bist und dir die Knochen gebrochen hast und jetzt du hier durchrennst, wenn du ausgeskillt bist. Ja, macht nur so Sachen hier, ey. Ja, Ausdauer mir. Geh mal hier trinken. Boing, boing, boing. Sind die wieder fertig? Nein. Ein Hubschrauber hingetan. Ach, da unten.
Da unten. Ich bin auch ein Experte. Ich war die ganze Zeit am Suchen. So, Bücher lernen. Dann das Zeug wegräumen. Kommt jetzt Honig hier raus? Ja, 280. Dankeschön. So. Werkbank rein. Hier wollten wir auch irgendwas machen, ne? Ah, ich habe wieder vergessen, den Ofen umzustellen. Das haben wir vergessen. Aber ich glaube, den kannst du gar nicht umstellen, ne? Musst einen neuen bauen. Müssen wir dann gucken. Erstmal Sachen wegräumen. Alles rein hier. Mods, haben wir da auch was? Die können wir lernen. Das können wir lernen. Das ist eine Mod. Electric. Parts. Bitteschön. Das kann weg. Das ist auch noch eine Mod. Trader. 1, 2, 3. Jawohl. Und das kommt zum Essen hier. Werkbank. Nein, Essen trinken. Guck hier. Einfach Wasser. Einfach Wasser. Bitteschön. Der Honig. Wo kommt der hin? Packe ich jetzt hier zwischen. Da haben wir noch den Propantank. With something to someone. Ach, den hatte ich ja aufgehoben, weil ich nicht wusste, ob der für den Ofen ist, ne? Genau, das war's. Spaghetti haben wir da auch noch. Keiner weiß wofür. 1501, 977. Haben wir denn schon wieder was hier? Nein, dann machen wir hier mal Titanium 450 und hier machen wir mal Brass. 1700, okay. So, der Ofen hier. Das HD-Ofen. Kriege ich den wieder? Jo, sehr gut. Haben auch noch Schwein, ne? Wir haben auch noch Schwein. Wir mal hin. Und das Zeug rein. Habe ich das alles kaputt gemacht, ne? Als da drin war, oder? Ich verwette meinen Allerwertesten da drauf. Ach, der Ede wieder. Gott sei Dank haben wir hier nur einen. Ich sehe es nämlich nirgends. Hier ist nichts drin. Gehen wir hier hin. Kochtopf. Jawohl. Mutterboden. Nee, danke. Grill, Kochgrill, bitteschön. Danke, danke. Jetzt haben wir wieder alles. Hier sind sie auch noch am Brutzeln. Mach mal weg. Oh, Sandsturm. Sandsturm. Dann da rein da. So, der HD-Ofen steht. Wir können kochen. Sehr gut. Lovers Pizza. Mhm. Was hatten wir denn hier? Genau, das Klaus-Gamer-Ding, ne? Mit dem Wildbret, Kartoffeln und Tierfett. Kartoffeln sind auch wieder fertig, sehe ich gerade. Alles einsammeln hier. Sehr schön. Ja, mit dem Zeug. Ach, ist das schön. So muss das sein. Zack. Rupp. Kartoffeln. Essen, trinken. Nein, da. Oh, Samen. Kartoffelseeds, 20 Stück. Super. Also, das haben wir. Weiß nicht, ob wir jetzt sagen sollen, die reichen oder machen wir noch ein paar dahin? Ich glaube, wenn wir das nochmal machen, nicht zwei, sondern vier Stück und dahinter auch noch welche, dann brauchen wir gar nichts mehr machen, ne? Dann stehen wir nur da und gucken.
Erstmal machen wir uns jetzt noch das andere Motorrad. So, Motorrad. Was haben wir denn da? Oder wie heißen die nochmal? Weiß das einer zufälligerweise aus dem Kopf? Bike oder so? Bike. A Dirtbike. Nee, ich wollte den Shopper hier. Dirtbike Chassis. Dirtbike Parts. Wie heißt das Ding denn? Wie heißt das? Ja. Verrat's mir mal. Keine Ahnung. Dirtbike passt, glaube ich, auch. Ne? Motorbatterie haben wir. Räder haben wir auch mehr als genug. Dirtbike Chassis. Ach, komm, wir gucken mal hier. Ich glaube, hier muss das sowieso machen. Mods, Kleidung, Lebensmittel, Wissenschaft, Werkzeuge, Munition, Waffen, Rohstoffe, Gebäude. Ist das nicht hierbei? Ah, wie heißt das Ding denn? Wir gucken gerade mal, ja? So. Gucken wir mal im Kreativmenü, wie das heißt. Weil hier sind die ja alle drin, die Fahrzeuge. Da kann ich sehen, wie das heißt. So, das ist das Dirtbike. Ne? Genau, Dirtbike. Es gab ja auch noch das andere. Wie hieß das nochmal? Wo ist es? Hier unten. Junker. Ich glaube, der hier ist das, ne? Genau, Junker. Ein Old Custom Bike, richtig. Guck, so. Dann lass mal gucken. Junker. In Purple gibt es ihn auch. Das ist mir egal. Junker Chassis. Kannst du verfolgen. Und Junker Handlebars. Kannst verfolgen. So, Scheinwerfer ein. Wo ist er? Hier nicht, bei Auto ist er drin. Ein Scheinwerfer, elektrische Teile, geschmiedeter Stahl 20, haben wir auch mehr als genug. Dankeschön. Abfall, elektrische Teile und mechanische Teile. Danke. Danke. So, Handlebars haben wir. Chassis, was fehlt da noch? Verfolgen, Schraubenfedern, Eisenrohre und Klebeband. Schraubenfedern, Eisenrohre und Klebeband. Zack, rechts sogar genau. Fertigen. In 10 Minuten. Kann alles wieder weg. Gib mir die mal. Dann brauchen wir noch. Brauchen wir Eisen? Ich glaube ja. Eisen und Stahl brauchen wir. Wir brauchen Beton. Wir brauchen hier. Ihr seid fertig? Nö, du bist aus. Warum bist du aus? Bergbau. Wo ist eigentlich unser ganzes Holz hin? Warum habe ich das jetzt wieder hingestopft? Weiß kein Mensch, ne? Das ist auch da reingestopft und klein gemacht oder so. Ich kenne mich ja. Hinten irgendwo? Wir haben Kohle. Wir haben Holz. Wir haben Holz. Wir haben ja nichts, da ist der Kühlschrank. Ach, weißt du was, gib mir einfach hier was. 28.000. Nehmen wir die, nicht wahr, Stefan? Du schreibst, guter Anfang. Habe ich zwar schon mal vorgelesen, aber wurde es jetzt doppelt vorgelesen. Geht das wieder los, ne? Nee, nee, nee. Jetzt müssen wir gerade gucken, nach unten. So, gut, dass ich jetzt doch alles so genommen habe. Der Ede wieder, ey. Der Ede wieder, ey. Mann, 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 Mann. 1000, nein, mach mal 250. Bitteschön. So, das wegräumen. Gib her, danke, danke. Gib her, danke. Rein und rein. Super, dann haben wir noch 1500. Sehr gut. Die Penny schreibt, hallo Ede und alle Edenauten. Finde ich echt gut mit dem Edenauten-Hubschrauber. War mal wieder eine tolle Loot-Tour. Schlange im Schnee. Ja, das ist sehr logisch. Mhm, auf jeden Fall. Vor allem bei diesen Tieren, ne? So, jetzt gehen wir mal gucken. Ist hier irgendwer? Sehe ich wen? Nein. Kreativmodus hat man wieder ausgemacht, ne? Jo. Alles klar. So, da haben wir einen gemacht, da haben wir einen gemacht. Dann wollten wir hier einen machen, ne? Also immer einen freilassen dazwischen. Ja, das heißt, der müsste dann hier hin, einen freilassen und hier hin.
So. Dann weg. Dann weg. Jetzt müssen wir die natürlich aufwerten hier. Bis hierhin. Sehr gut. Das Ganze noch auf der anderen Seite. Das muss auch noch ordentlich gemacht werden hier. Gucken wir mal. Jo, und dann brauchen wir wieder 4 Tesla-Spuren. Und dann müssen wir, glaube ich, auch noch da hinten noch was weitermachen. Ich sag's euch, hier kommt nichts mehr durch. Hier kommt nichts mehr durch. Wir werden einfach nur hier stehen und eine blitzende Orgie sehen, die von den HD-Blade-Trips weggeschnitzelt wird. Mehr brauchen wir nicht mehr tun. Das wird eine AFK-Basis. So gefühlt. Du kannst hier nicht atmen. Ach, sag bloß. Bin ich einfach kein Fisch. Aber Mama hat gesagt, ich kann alles sein, was ich will. Haha, willkommen im Leben. So. Sehr gut. Noch was kaputt? Ah, der Sand. Ist aber nicht so schlimm. Ich will nur nicht, dass sie da reinkommen. Weil wenn sie da unten drunter drin hocken, dann hast du ja das Problem. Auf hier. Also, 4 Teslas. Dann müssen wir nur gucken, wie wir das machen, weil ich glaube, jetzt wird es auch langsam zu lang. Da kommen die nicht mehr hin, ne? Können wir das vielleicht doch hier unten drunter machen? Aber ich will nicht, dass die explodieren. Da müssen wir gucken. Ja, dann müsste es da auch schon... Ah, das ist nicht so einfach, ne? Wenn die explodieren oder so, dann hast du das Problem, dass die, halt die kleinen, wie heißt es hier, die kleinen Pinöpels zum Weiterleiten halt kaputt machen, ne? Das wäre doof. So, lass mal gucken hier. Tesla. Tesla-Fans, verfolgen. Bitteschön, ich will 4 Stück. Das heißt, wir brauchen noch 28 Eisen. 28. Dankeschön. Elektrische Teile, mechanische Teile. Haben wir alles hier. Elektrische Teile, mechanische Teile und dann noch Schraubenfedern. Jawohl. Auch noch. Dankeschön. 4 Stück. Jetzt noch die HD Blade Trap verfolgen. Brauchen wir auch nochmal 4 Stück. Dafür brauchen wir Titanium Polish. Okay, dann müssen die jetzt erstmal warten. Haben alles da, aber ja. You know what I mean. Mini-Maschine, da ist doch mein Holz. Ich sag jetzt mal nix, ne? Ich sag jetzt mal nix. Oder Sascha, du schreibst: Hallo lieber Ed und alle Edenauten, war wieder mal eine super Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. PS, guck mal, ob der Heli Farbe in einem der Mod-Slots hat. Das könnten wir machen. Das könnten wir machen. Und wir wollten ja noch hier eine Landeplattform bauen, ne? Das wollten wir. So, gib mal her. Form. Würde ich gerne Leiter nehmen hier. So, hier ran. Zack, ich weiß nicht, wie weit wir kommen, um da drauf zu landen. Form, gib mir ganz normal die hier. Ja. Bis der Computer halt sagt nein, ne? Ihr wisst, was ich meine. Bis das Ding hier rot wird und er sagt, wir brechen ein. So. Nicht groß genug sein. Tal Banane aus, ey, aber egal. Hauptsache, wir können hier drauf landen. Guck, da wird's dann schon rot. Ich glaube, da fehlt dann der Support. Da wird's kritisch. Größer darf das auch nicht werden. Oder was? Ach da! Ja, komm mal her.
Ungeziefer. Ja, mehr darf nicht drauf. Ne? Wenn ich noch einen draufstelle, wird es zu schwer. Okay. Holen wir mal Beton und Co. Da müssten wir, glaube ich, einen Stützpfeiler bauen, ne? So, gib mir die. Gib mir die. Gib mir die. Seid ihr eigentlich fertig? Ah, nur die einen Teile. Nur die einen Teile. Euch müssen wir auch noch leer machen, Freunde. Ich sehe halt nichts hier, ne? Ist doof, dass jetzt dunkel ist. Passen. So. Gibst du mich mal? Oh, da hängt noch einen daneben. Sicher, sicher. Nicht, dass sie den wegkloppen und dann das Ding abbricht oder so. Und ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Dann liegt der Hubschrauber unten im Wasser. Kenn mich ja. Ich kenne mein Glück. Bis hier hin, das hier noch. Sehr schön. Das war jetzt einfach nur so provisorisch dahin geklatscht, aber besser als ja nichts. Und das sollte halten. Das muss ja auch nichts halten, außer halt den Hubschrauber, ne? Der soll ja da drauf stehen, mehr nicht. Ah ja, ganz ruhig. Heul hier nicht rum. Ah, wir müssen hinten die Feuerwelle und die Polish wieder ausmachen, damit die Tesla-Spulen fertig werden. Das müssen wir machen. So. Hüpf. Und dann müssen wir mal weitermachen. Oh, die Polish ist mal fertig. Wow. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ein HD-Cell brauchen wir bestimmt auch nochmal wieder. So, jetzt fertig. 8 Sekunden. Die warten wir gerade. Da könnten wir uns noch ein Dingens holen hier. Das und das. Und hier zwei. Danke, danke. Junker Purple will ich haben. Bitteschön. So. Noch ein schickes neues Motorrad. Ich wollte eigentlich hier hin. Dankeschön. Bringen wir das gerade mal weg. Das muss nicht aus Stahl sein. Das muss nicht aus Stahl sein. Da reicht Beton. Nee, fast so hoch springen. So, alles dicht machen hier. Seht ihr mal, die Basis steht, ne? So langsam wird's. War es der Mond oder kommt der wieder angeschwommen? Ach, das ist meine Bettrolle, ne? Ja. Wollte gerade sagen. Hm? Es ist so angenehm hier mit diesem schnellen Bauen. Ich mag das. Fleisch sind wir fertig. So, das sollte auch groß genug sein für einen Hubschrauber. Für einen Hubschrauber sollte das groß genug sein. Ja, gerade so. Gucken wir mal, ob er wirklich Farbe drin hat. Wo war es? Hier oder da? Öffnen. Ja, ekelgrüne Farbe hat er dann. Warum hat er denn grüne Ekelfarbe drin? Jetzt sieht er wieder normal aus und nicht so moosgrün. So, was hier drin? Klebeband! Juhu! Brauchen wir ganz dringend. Auf jeden Fall wieder. Ach, ist das schön. Wie habe ich das Quietschen der Pumpen vermisst?
was da alles rauskommt, ey. Das ist so krank. Mach mal auf. Dankeschön. War eigentlich hier für den Bergbau. Dankeschön. So, kannst du auch noch essen. Haben wir wieder jede Menge Zeug. Wie sieht's aus mit den Punkten? Da müssten wir auch wieder einige haben. Frage ist jetzt, wo packen wir die rein, ne? Fangen wir mal vorne an. Hier haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Sprengmeister, Speermeister und so brauchen wir jetzt nicht. Prügelpeter ist mir auch egal, benutzen wir gar nicht mehr. Leichte Rüstung waren wir, glaube ich, am Skillen, ne? Chefkoch, Packesel haben wir auch alles. Hier waren wir Maschinengewehrschütze, genau. Gut isoliert vom Landleben, Schmerztoleranz, jawoll. Leichte Rüstung, 2 von 4. Packen wir hier noch die 2 rein. Dann haben wir das auch durch. Finden wir Rüstungsteile in der Beute. Aus dem Schatten, nope, verborgener Schlag, nope. Parkour ist Max. Hier fehlt auch noch einer. Hier braucht 3 Punkte. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Hier könnten wir noch was reinmachen. Ist die Frage, sollen wir das? Oder lieber dann schon hier wieder weitermachen? Bei unseren Punkten. Shrimpy Punch. Nein. Sprinter, Survivalist. Können wir machen. Thin Skin. Okay, machen wir hier schon mal ein bisschen. Stamina Penalty und so. Das passt. Perfekt. Du bist fertig. Du bist fertig. Juhu! So, Viertel nach 1. Sehr gut. Ihr seid auch am Laufen hier. Eine ist erst fertig. Aber okay, komm, wir stellen sie schon mal auf. Wir stellen sie schon mal auf. Die eine. Muss ja eh wieder da laufen, da ganz hinten. Außen. So, das wird lustig, Leute. Die müssen auch reparieren, ne? 2300 von 2500. Die hat 3 Schaden, die hat ein bisschen Schaden bekommen. Jo, die müssen wir vorher auch noch reparieren. Das heißt, wir müssen noch einiges an... Was ist das Motorrad da hinten, ne? Einiges an Titan Polish machen, damit wir die noch reparieren können. Und überhaupt auch vorne bei uns reparieren und aufwerten. So. Sehr gut. Hüpf, hüpf, hüpf. Tauschen wir gerade die Motorräder. So. Was? Keine Ausdauer mehr? Was ist da los? Aber wenigstens geht die schnell wieder voll. Oh, Küken! Küken! Guck dir das mal an. 100 Ausdauer. Am Anfang warst du damit voll, ne? Und wie viel haben wir jetzt? 250? 260? Ist das krank. Weil du das halt alles durchgeskillt hast, ne? So, gib mir mal das Zeug daraus. Danke und danke. Brennstoffsparermod oder so haben die nicht. Brauchen wir aber auch gerade nicht. Bitteschön. Aufmachen. Rein da, rein da. Tanken. Sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir, ey. Bin ich ja auch so einer. Können wir folgendes machen? So, dich nehmen wir mit. Dankeschön. Schwupp, schwupp. Dann nehmen wir das Motorrad im Rucksack mit, fliegen mit dem Hubschrauber irgendwo hin und dann können wir mit dem Motorrad durch die Stadt cruisen, dass es schneller geht. Das ist gute Arbeitsteilung. So können wir das machen. So, wieder zurück. Dann kann nämlich die Höllenmaschine da hinten liegen bleiben. Ist zwar auch geil, aber bei dem Gewackle, das nervt einfach nur. Das geht ja nicht, du. Bin mal gespannt, wie oft ich daneben fliege mit dem Hubschrauber. Bei der Landeplattform. Dachte, sie reicht, aber sie ist doch ein bisschen klein, muss man sagen. So, das haben wir. Der hat eine Plattform. Wir haben ein bisschen gelootet, wir haben ein neues Motorrad, was hoffentlich nicht so wackelt. Das Holz, das lege ich jetzt mal hier rein. Auch wenn er nichts braucht.
Bitteschön. Die können wir wieder klein machen. Nein. Die hier kannst du disassemblen, mein Freund. Und jetzt, wo ich das sehe, können wir dann noch mal bei den Parts gucken. Wie viele Scharfschützengewehrteile wir haben. Handfeuerwaffen, Gewehrteile 42. So, Repair. Repair Kits, Pipe Shot, Hunting Rifles ist das, ne? Zwei brauchst du, okay. Davor haben wir brauchen halt HD Gun Oil. Und dafür brauchen wir wieder. Mach weg, ich glaube, dafür brauchen wir. Gun Oil. Hier, mach auch mal. Favoriten, Öl und Klebeband, jawohl. Siehst du, das heißt, wir müssen hier mal weitermachen. Noch 15, aber du brauchst halt immer 10. Klebeband und hier. Weg. Kann ich das nicht hier machen? Kann ich das wieder auf Tasche machen? Ja, eine Baseballmütze, auf jeden Fall. Was ist das hier? Irgendwelche Flangen. Okay, da machen wir nur 250. So, das reicht. Die anderen kommen weg wieder. Boop, boop. Also, wir haben wieder keinen Kleber und wir haben keine Stoffe mehr. Eieieiei. Aber okay, dafür haben wir gleich ganz viel Repair-Kits hierfür. Die müssten auch wieder fertig sein. Da ist nichts zu sehen, es wird hell. Das heißt, nächste Folge könnten wir wieder irgendwo hier bei uns looten gehen, wo wir schon mal waren. Oder wir gehen mal wieder hier unten in die Städte, wo wir noch nie waren. Zum Beispiel hier. Könnten wir mal ins Krankenhaus gehen oder so. Irgendwie sowas. Mir wird schon was einfallen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.